gut. Nee, geh nicht rein, Kara. Ist schon okay. Ich mach mir's allein gemütlich. Bleib du draußen stehen. Schau mal, Töpfe. Und naja, wir müssen nicht in den Boden pissen. So, wir haben Töpfe. Seltsam. Niemand zu sehen. Nur Skelette liegen überall verstreut. Sollen wir in die Häuser schauen? Ey, der Pisthof hinten links ist mein, ne? Niemand da. Das Dorf sieht verlassen aus. Prima, hier können wir bleiben, wenn wir wollen. Wir gehen in ein verlassenes Sklavendorf, wo Skelette draußen liegen, Erik. Dort wohnen wir. Oh, ich bin fertig. 2 Wochen Schlaf wären genau das Richtige. Grunz, Grunz. Für heute reicht's. Völlig erschöpft von der Reise fallen alle in einen tiefen Schlaf. Eine lange Zeit vergeht. Oh, ein Einwohner, Dingens. Hallo? Was? Hamlet, lass mich noch etwas schlafen. Was? Will? Mach doch nicht so ein Krach. Oh, wer seid ihr? Bup. Buh, die haben Kara aber auch nicht durchgeprügelt. Sieht nicht gut aus. Sie scheinen sehr hungrig zu sein. Schaut, diese Kinder sehen so mitgenommen aus. Das stimmt, ein Junge erzählte das bereits in Freya. In diesem Land herrscht große Hungersnot. Diese Knochen sind die Überreste der Verhungerten. Oh nein, wir sind die Nächsten. Hi, Hamlet. Ja, Hamlet, was, jetzt lachst du uns aus? Weil wir gefressen werden und du hier mitstehst und lachst? Ups, hoppala. Hamlet, was hast du... Als ob wir uns bald trennen müssten. Hamlet, was? Das arme Schwein. Hamlet, warum? Armer Hamlet. Er hat es für uns getan. Hamlet. Schwein oder nicht sein. Ihr Vollidioten, baut einen emotionalen Moment auf und dann müsst ihr so ein Wortspiel einbauen. Was geht denn in euch vor? Ich könnte einen Kopfstand machen und könnte mir selbst auf den Arsch kacken. Also, das gibt's doch nicht. Huch. Plötzlich erklingt eine vertraute Stimme. Hört mir zu, es war Hamlets Wunsch, diese Menschen zu ernähren. Ein kleines Ferkel kann viele Dorfbewohner retten. Mutter? Well, und jeder, der hier ist. Ewige Dunkelheit nähert sich der Welt. Ihr müsst eure Kräfte vereinen, um die Welt zu retten. Findet die mystischen Statuen, begebt euch zum Turm von Babel. Oh, unsere Fesseln sind weg. Als Mutter kam gerade aus dem Schwein. Ich bin mindestens genauso verwirrt wie das Skelett da drüben. Ach, das ist Kara. Hamlet ist in das Feuer gesprungen. Er hat sich geopfert, um uns zu retten. Der Stamm wird immer kleiner. Viele sind bereits verhungert. Brüder, Schwestern, Eltern, Freunde. Die armen Menschen. Der Mann sieht Will tief in die Augen. Zurückstarren? Ja. Es scheint, als sähe der Mann direkt in dein Herz. Wir sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber dennoch. Und du? Schüchtern streckt der Mann seine Hand aus. Hand nehmen? Ja, ich danke dir dafür, dass du mich essen wolltest. Der Mann reicht Nahrung. Essen? Nein, der Mann sieht traurig aus. Na okay, ist gut, ich esse es. Schmeckt wie Insektenklöße. Es war erstaunlich, aber es schien, als würden wir uns gegenseitig verstehen. Er streckt seine Hand aus, das kennen wir schon. Sieht tief in die Augen, das kennen wir schon. Armes Schwein, schniff, schniff. Ich werde nie wieder sein Grunzen hören. In der Luft liegt plötzlich der Duft von köstlichem Schweinebraten. Na Überraschung, du Blitzmerker. Der Junge zeigt nach Nordosten. Karte zeigen? Ja.
Er malt ein Bild eines Tempels auf die Karte. Ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass auch er dorthin möchte. Er zieht an Wills Ärmel, als ob er ihn irgendwo hinführen möchte. Mitgehen? Ja. Jetzt winkt er ihm. Gut, ich komme mit. Das ist ein Skelett, mein Freund. Er sieht auf das Skelett mit Tränen in den Augen. War das ein Verwandter? Ein Freund? Ich glaube, ich will es besser gar nicht wissen. Dem Mann reicht Nahrung. Ja, noch ein paar Insektenklöße für den Weg und... Weg hier. Einfach weg hier. Könnt ihr euch vorstellen, wie gemein das ist, wenn man gerade ein kleiner Stift von 8, 9 ist und das Spiel neu spielt und dann sowas passiert? Ist das so fies. Auf nach Angkor Wat. Ich möchte fast sagen, wo es wieder besser aussieht und die Welt in Ordnung ist, aber nee, schaut es euch an. Da wird dann noch schlecht, oder? Nach 3 Tagen Reise durch den Dschungel fand ich den Tempel. Obwohl ich mich nicht verabschiedet habe oder so, aber Kara wird schon wissen, wo ich bin. Hier gibt's Gegner. Ja, der Busch bewegt sich, seht ihr es? Ja, der Busch springt auf. Der Busch läuft umher. Der Busch hat sehr viele Beine. Der Busch macht mir furchtbare Angst. Der Busch ist der Grund meiner schlaflosen Nächte. Der Busch ist der Grund, warum ich in psychologische Behandlung musste. Der Busch ist an allem schuld. Und du! Ach du Scheiße! Ihr seid die Viecher mit dem Teleskopkopf. Nur jetzt irgendwie... Ach du dicke Kacke. Was sind das für Viecher? Ich krieg Angst vor dem Spiel. Ja, ich hau dir den Kopf. Juckt's dich überhaupt? Nö, irgendwie nicht. Aua. Jetzt hat dein Kopf mich gebissen. Hast du überhaupt gemerkt? Hallo? Wenn ich dich mal so anrempel. Hm? Hopp. Oh. Vielleicht diesmal mit Treffen. Könnte helfen. Nein, nicht hauen. Irre ich mich? Ich dachte, man muss den Kopf hauen, wenn er vorschnellt, oder? So was, das irre ich mich. Jetzt aber, komm. Bopp. Irgendwas mache ich falsch. Ah, jetzt. Und jetzt ist ein riesiges Auge auf seiner Brust aufgegangen und er hat keinen Kopf mehr und er rennt sehr viel schneller umher. Albtraumstoff. Absoluter Albtraumstoff, oder? Und fliegen. Seht sie euch an. Sie sind schnell wie Arsch. Wow, er beißt mich von oben. Sein Kopf beißt mir in den Kopf. Ja, bleib doch hier. Oh. 986. Uff, scheiße Angkor Wat. Die Musik und die Stimmung von eben und die Gegner und die Gebiete und die Optik, die Farben, die Büsche und die Teleskopköpfe und die schnellen Fliegen und wie ewig halten die bitte aus, bis ihr in der Kopf mal abfällt und oh Gott, der Ort ist so deprimierend und schlimm. Oh Gott, die fliegen. Komm, dich krieg ich. Komm her. 9,92. Klatsch. Und klatsch. Und klatsch. Und klatsch. Vorbei. Wow. Hilfe. Stoppt mal jemand, wie lange ich für so ein Vieh brauche? Aua, beiß mir nicht in den Arsch, du Penner. Jetzt werde ich langsam böse. Reicht jetzt. Ist gut. Geh sterben. Mach den scheiß Kopf auf. Ich dreh dich einfach mal an. Komm. Bam. Machst du nichts mehr, oder? In dem Moment hört es natürlich auf. Ah, es hat geklappt. Also kann ich eben den Kopf in so einem Winkel weghauen, dass er halt, dass ich ihn immer wieder hauen kann, dass er nicht wieder zurückschnellen kann. Das ist gut zu wissen. Dann könnte das Ganze viel schneller gehen. Hier fehlen noch 5 Gegner.
Hm? Naja, du stehst doof in der Treppe, so geht's nicht. So. Okay. Aua, die tun weh. Ich bin im ersten Raum und ich habe noch 2 Lebenspunkte. Hier läuft noch ein Schneller irgendwo rum. Hi, da ist er. Stirb bitte. Geh weg. Ich will dich weg. Nein. Ah, danke. Kam das gerade gut. Boah, kam das gerade so super gut. Nein, so. Nein, nein, nein. Gut. Oh Gott, der erste Raum fühlt sich schon an wie ein halber Dungeon, oder? Er macht mir schon mal so viel Angst wie ein ganzer Dungeon am Stück nochmal. Gut, jetzt du noch. Oh Gott, da ist ja noch was. Da ist noch einer.